One, two, Triathlon. Ein Wettkampf, der fasziniert und mitreißt. Ein besonderer sportlicher Höhepunkt sind die deutschen Meisterschaften. Dieses Jahr fand der Leistungsvergleich der besten Jugendlichen und Junioren Deutschlands am 14. und 15. Juli im sächsischen Grimma statt. Grimma, die alte Kreisstadt an der Mulde, zählt über 800 Jahre und wird von ihren Einwohnern wie Gästen liebevoll die Perle des Muldentales genannt. Zum ersten Mal war Maggie Schneider vom TV Lemgo dabei. Maggie hatte sich im Mai 2012 beim Ländervergleichskampf in Halle als NRW-Kaderathletin mit einem hervorragenden dritten Platz qualifiziert. Maggie, hast du mit dieser tollen Platzierung gerechnet? Nein, ich war selber total überrascht, weil dies der erste nationale Wettkampf war und ich keine Erwartungen hatte, sondern nur ein gutes Rennen machen wollte. Seit wann betreibst du den Triathlonsport? Der Strohsemmel-Triathlon in Lemgo, das war 2004, war mein allererster Triathlon. Leistungssportmäßig betreibe ich Triathlon seit 2010. Du hast ja im wahrsten Sinne ganz klein angefangen. Bis der Startschuss ertönt, müssen die Athletinnen eine ganze Menge erledigen. Circa eine Stunde vor dem Start heißt es einchecken. Hier werden das Rad und die Ausrüstung fachkundig geprüft. Je nach der Größe des Starterfeldes kann es auch schon einmal in der Wechselzone eng werden. Alles muss genau an der richtigen Stelle liegen. Maggie, wie aufgeregt bist du vor dem Start? Meine Aufregung hält sich eigentlich in Grenzen, aber wenn zum Start runtergezählt wird, bin ich doch extrem nervös. Vieles geht den Athletinnen ganz sicher noch zusätzlich durch den Kopf. Komme ich beim Schwimmstart gut weg? Wird der Wechsel aufs Rad gut klappen? Sind die Beine noch locker genug, um auf der abschließenden Laufstrecke noch einmal richtig zu punkten? Auch wenn der Wettkampf oft seine eigenen Gesetze hat, so sind die im Training gelegten Grundlagen immer ein Garant für eine gute Leistung. Sag mal, Maggie, wie oft trainierst du die Woche? Im Durchschnitt trainiere ich 10 Stunden die Woche oder sogar mehr. Das sind meistens 6 Einheiten Schwimmen, 3 Einheiten Laufen und 2 Radfahren. Nun sind es noch wenige Sekunden bis zum Start. Die Spannung steigt. Es gilt 400 Meter in der Mulde zurückzulegen. Dabei heißt es, die ersten 200 Meter gegen die Strömung zu schwimmen. Los geht's! Das Wasser scheint zu kochen, auch wenn es nur 18 Grad sind und mit Neopren geschwommen wird. Und schon kommen die ersten Athletinnen auf dem Rad. Maggie hatte keinen optimalen Schwimmstart und verlor dadurch wertvolle Zeit und stieg erst als 31. aus dem Wasser. Für sie und die anderen Mädchen in ihrer Radgruppe heißt das richtig Gas geben, um an die Spitze heranzufahren. Die Radstrecke verlangt von den Mädchen wirklich alles ab. Satte Steigungen und atemberaubende Abfahrten. Maggie, an den Steigungen hast du einen guten Antritt. Liegt dir das Bergfahren? Ja, das mache ich schon sehr gerne, weil es bei uns zu Hause zum Trainieren auch sehr bergig ist. Die 10 Kilometer auf dem Rad sind geschafft. Die anschließenden 2,5 Kilometer verlangt von den 14- und 15-jährigen Mädchen noch einmal alles ab. Der Laufkurs führt durch Grimmas Innenstadt, eine herrliche Kulisse. Jeder hat seine Fans dabei, die kräftig anfeuern. Maggie hat sich bis auf den 6. Platz nach vorne gekämpft. Diesen Platz läuft sie auch sicher ins Ziel. Eine tolle Leistung. Lisa Rose und Lina Fedder, beides Teamkameradinnen, belegten mit dem 8. und 11. Platz ebenfalls ausgezeichnete Platzierungen in einem sehr starken Starterfeld. Im Wettkampf Konkurrentinnen, im Ziel gegenseitige herzliche Gratulation. Das ist das Schönste am Triathlonsport. Und da bleibt ja nur noch Platz 1. Sagen wir herzlichen Glückwunsch an Lina, Lisa und Maggie aus Nordrhein-Westfalen. Der hell erleuchtete Marktplatz bot für die Siegerehrung eine prächtige Kulisse. Ein schöner Abschluss eines langen und erfolgreichen Tages. Also herzlichen Glückwunsch, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen!